So, guten Morgen, meine Damen und Herren. Opi erwacht tatsächlich und bewegt sich noch. Das ist entscheidend. Man kann auch erwachen und kann sich nicht bewegen. Auch das habe ich mitgemacht. Mir geht es aber um was anderes. Mir geht es nicht um Bewegung oder nicht mehr bewegen. Wer sich nicht mehr bewegt, könnte im Grab aufwachen. Nein, mir geht es um was anderes. Mir geht es um Erinnerungen in mein Leben hinein, weil ich ja behauptet habe, man kann nur aus Erinnerung heraus weiterleben, wenn man daraus was gelernt hat, nämlich Überschrift Demut wäre das in meinem Fall. Mitte Oktober ist jetzt etwa im Jahre 2022, nach 4-monatlicher Krankheit soll es weitergehen. Ich erinnere mich da auch an die Vorlesung bei der Universität Karlsruhe, heißt ja heute KIT Campus Süd, die haben nämlich Mitte Oktober bekommen die Vorlesungen. Die vorlesungsfreie Zeit war zu Ende und man denkt natürlich nicht an das, was da geschehen ist, sondern eher, so geht es mir, an die Damen und Herren. Was ist nun geschehen mit diesen Frauen und Männern, die man damals kennengelernt hatte? Ich war ja in einer Zeit im Hochschulstudium, als die Anzahl der Frauen so etwa bei 10% lag, fällt mir da spontan ein, und das Kaffeekerle, das kann ich mich noch erinnern. So, was ist heute? Heute ist es ein bisschen anders. Ich will ja bald anfangen zu arbeiten, nämlich am Montag. Da muss ich mich fristgerecht, formgerecht zurückmelden. Das darf man nicht falsch machen. Und der Tag des Wochenendes beginnt natürlich erstens mit der Waage, das Körpergewicht. Das sieht man jetzt hier nicht, ist ein bisschen dunkel. Wenn man drauf tritt, erscheint es, also 80 oder so etwa. Dann das Blutdruckmessgerät ist wichtig. Wenn Sie den Blutdruck nicht messen, könnte ein Schlaganfall die Folge sein. Dann habe ich ein Meldegerät, wo ich täglich draufdrücken muss, damit eben die Herztöne gemeldet werden. Das habe ich auch schon mal erzählt. Das steht hier, ist jetzt auch relativ dunkel noch. Das Licht fehlt jetzt nicht, weil ich sehe sowieso nicht richtig. Insofern brauche ich auch kein besonderes Licht. Und dann die Medikamente, die richtigen. Und dann kann man wieder philosophieren, wenn mal die Medikamente eingenommen worden sind. Übrig sind diese Sachen noch. Das sind Nahrungsergänzungsmittel. Die haben ja nur ein begrenztes Haltbarkeitsdatum. Sehen Sie mal, was da alles drin ist. Das hat mir nichts genützt. Ne? Das konnte ich regelmäßig einnehmen. Oder nur eine halbe oder nur jeden zweiten oder dritten Tag. Ich kenne mich aus. Ne? Ich weiß genau, welche Vitamine für was gut oder schlecht sind. Ne? Bei mir war immer Kalium ein bisschen schwierig. Warum, wusste keiner. Das konnte mir auch keiner erklären. Warum ist Kalium zu wenig? Auch die, die hier so lachen, die wussten das nicht. Die erst recht nicht. Also ich denke auch wieder zurück, natürlich bei der Gelegenheit ans Krankenhaus. Ich denke zurück an Verwandtschaft. Da gibt es auch nicht gerade so regulär zu. Aber was ist regulär? Ne? Demut heißt vor allen Dingen auch zu akzeptieren, dass andere über dein Leben mitentscheiden. Also ich habe immer gedacht, ich bin Gott. Ne? Das war früher so. Und in der Mitte des Lebens habe ich das abgelegt. Und damit habe ich natürlich einen Vorsprung, bilde ich mir ein vor vielen, die meinen, sie sind Gott. Na, solchen Menschen begegne ich immer noch. Das sind etwa so 10% in unserer Gesellschaft, die meinen, sie wissen alles. Gefährlich. Und dann gehen sie auch noch auf die Straße, weil sie ja wissen, wo es lang geht. Ne? Und das ist gefährlich, weil wir haben ja nicht nur Pandemie und Klimawandel und Ungerechtigkeit maximal auf dieser Welt, sondern auch einen relativ gnadenlosen Krieg. Ne? Und wenn man sich da nicht auskennt, wenn man mit der falschen Ideologie, nach meiner Meinung, an die Sache rangeht, dann kann es ganz gefährlich werden. Das beschäftigt mich. Und Bewegung, wenn ich ein bisschen hin und her laufe, reicht das aus, weil es ist ja noch dunkel. Ne? Und die Vorlesungen ab 1979 waren eigentlich soweit okay. Ich hatte genug Freiheiten, weiß ich noch, dass ich mich auch um alles Mögliche kümmern konnte. Ich habe viel musiziert im Leben, das ist längst erzählt worden, politisiert. Ich habe auch noch eine Zusatzqualifikation als Umweltberater, das kam wesentlich später. Die Promotion hat nicht so richtig
funktioniert, eher aus privaten Gründen. Nicht, weil ich zu dumm war, sondern das reicht nicht aus. Intelligenz allein im Leben reicht nicht aus, um glücklich zu werden. Sie brauchen auch Bewegung dazu. Sie brauchen die richtige Ernährung. Sie brauchen Glück. Ich hatte ja als Personalrat phasenweise auch Menschen kennengelernt, die hatten Angst vorm Krebs. Cancer, kanzerogen heißt ja. Sie sehen, hier sind frische Handtücher sogar hingelegt worden. Das sehe ich jetzt spontan. Die Hose, weiß ich, die finde ich blind oder halb blind heißt das ja. Aber erstaunlich gut lesen kann ich. Und auch im Computer, sodass ich dann tatsächlich übermorgen, ich bin jetzt schon nervös, Sie merken das, ich laufe hin und her, aber Bewegung schadet ja trotzdem nichts. Also was mache ich denn jetzt? Das kenne ich auch, wenn irgendwas nicht so läuft, wie man es gern hätte. Das ist das Hauptproblem, die Ungeduld. Das war ja der Inhalt eines anderen Tweets. Was machen wir jetzt? Ich freue mich. Im Übrigen, ich habe ja noch 3 Minuten, dass hier mein Trampolin steht und man hier wieder drauf kann, ohne umzufallen. Das war anders in meinem Leben. Umfallen ist ja aber keine Schande. Das Aufstehen ist wichtig, wenn man umfällt. Und ich freue mich, ich habe mich selbst unterbrochen, dass es noch so ist, dass meine Partei existiert. Das war ja nicht immer selbstverständlich. Wenn die Flügelkämpfe zu intensiv werden, dann wird es schwierig. Ich lasse mal den Inhalt weg. Ich habe das auch gelesen und eine Initiative unterschrieben. Und schalte jetzt mal das Internet an und die Partei lebt. Manche sagen ja auch, Christus lebt. Das gibt es auch. Ja, das kann sein. Also in Glaubensfragen, bei der Meinungsfreiheit war ich gerade. Man darf alles sagen, außer über 10 Minuten. Was allerdings der türkische Präsident jetzt gemacht hat, ist mir zu streng. Und wie es im Iran zugeht, viel zu streng. Also manche Regime bleiben ja zurück ihrer Entwicklung. Leider ist es so, dass viele auch mit der Demokratie nicht richtig umgehen können. Und das geht noch. Gucken wir mal, was der Sender sagt. Kann man gar nicht lesen. Doch, jetzt. Deep Purple. Ah ja. Hätte ich jetzt nicht. Doch, jetzt habe ich es erkannt. Deep Purple. Ich schalte jetzt mal ein bisschen früher ab, weil jetzt kommt Deep Purple. Samstags muss man natürlich mal irgendwann einkaufen. Man muss auch mal auf den Heiligen Stuhl. Und Deep Purple anhören. Was fällt mir noch ein? Wenn Sie noch was wissen wollen, rufen Sie mich an. Und ansonsten halte ich mich an alle Gesetze, Verträge, weitere Regelungen. Zum Glück weiß ich ja viel. Manchmal denke ich, weiß viel zu viel. Das bringt gar nichts. Also das will der gar nicht wissen. Also wenn einer wissen will, wann das Müllauto kommt, dann sage ich ihm ab 6 Uhr. Das weiß ich auswendig. Es ist ja zum Glück 99% vorhanden geblieben. Trotz 2er Schlaganfälle. Glück gehabt. Schwein gehabt, sagt man auch. Schwein ist ja schon wieder schlechtes Deutsch. Aber wenn man sagt Schwein gehabt, das Schwein kann auch ein Symbol für Glück sein. Und die Grundlage für Glück ist tatsächlich, das will ich Ihnen das zum Abschluss nochmal sagen, eine innere Demut. Und leider kommt die Demut nicht zustande durch Nachdenken oder Religion, schon dreimal nicht, sondern durch Erfahrung. Manchmal ist die Erfahrung bitter im Leben. Durch Erkrankungen werden manche klug und manche auch nicht. Und Abgrenzung darf sein, wenn man den Eindruck hat, dass diejenige Person nicht bereit ist, mit dem eigenen Leben zu reflektieren, so wie ich das in der Mitte des Lebens getan habe. Und deswegen kann ich jetzt im Alter auch gelassener und ruhiger mit dem umgehen, was auf mich zukommt. Keine Vorlesung, das wäre schwieriger übrigens, sondern dienstlich geht's weiter am Montag, 10 Minuten sind erreicht.
schöner Abend noch. Einer hat mal gesagt, bring ihn gut rein, ne? Den Arsch ins Bett. Tschüss.